Heute teste ich Pink Diamond Vince Carter 95 Small Forward Shooting Guard kann er spielen. Seine Karte sieht unnormal geil aus. Wir sind wieder bei My Team, der Ultimate Team Modus für NBA 2K23. Okay, das wissen wir alles. Er ist Erstbesitzer, ne? Also er hat ihn gezogen. Wir sind hier auf dem Account von Torben erstmal, der eine sehr, sehr klasse Mannschaft hat. Ich glaube, bei den Accounts, wo ich drin war bis jetzt und auch die Spieler, die ich, die Teams, die ich gesehen habe bis jetzt, das ist wirklich das beste Team, ne? Ich habe kein krasseres Team bis jetzt gesehen. 92 Kopfleger aus der Bewegung für den Vince Carter, 88 Dreier, 88 Mitteldistanz, 97 aus der Bewegung, sehr, sehr gute Passing Stats, 80 Steal, gute Rebounding Stats, auch wirklich, und auch wirklich schnell, also sehr, sehr krasser Allrounder, ne? Also bei den wichtigsten Stats, alles über 75, auch Fading und so, also der sieht schon sehr, sehr krank aus, sag ich euch ehrlich, 5 Hall of Fame Badges, Posterizer auf Hall of Fame, boah, ich glaube, mit dem werden wir sehr, sehr viel Spaß haben, vielen Dank Torben auf jeden Fall, dass wir an seinen Account dürfen, um ihn auszutesten. Falls euch das Video gefällt, like das Video gerne, abonniert den YouTube-Kanal kostenlos, wir sind sehr, sehr knapp vor den 7500 Abonnenten, würdet mir sehr, sehr helfen, auf jeden Fall ist kostenlos, und dann würde ich sagen, testen wir den Jumpshot von Vince Carter und gehen dann auch direkt in ein Spiel rein. Ich bin auch übrigens fast jeden Tag live auf Twitch und wir zocken NBA 2K23, ich zocke auch mit Zuschauern, deswegen schaut gerne vorbei, erster Link in der Beschreibung. Jumpshot. Oh, hat gar nicht die Wurfzeige an. Oh, es war direkt aber excellent. Brauche ich die Wurfzeige überhaupt? Okay, vielleicht brauche ich die doch. Ja, ich brauche die Wurfzeige, weil irgendwie kann ich dieses 2K nicht ohne Wurfzeige spielen. Wirklich, ne? Ich weiß nicht wieso. Da ist sie. Okay, seht ihr? Ich habe sie angemacht und jetzt. Also, ich kann mich daran gut orientieren auf jeden Fall. Bei anderen 2Ks hat man ja immer gesagt, Wurfanzeige muss aus, damit man besser werfen kann, also damit die Green Release Window größer ist, also man hat eine höhere Chance Green Release zu machen, aber bei diesem 2K bin ich euch ehrlich, ich kann nicht ohne Wurfanzeige, deswegen seht ihr das, Vince Carter Release ist crazy, wie viele Green Release ich gerade gemacht habe, während ich geredet habe. Okay, wir gehen dann alle mit das Spiel rein und wir sehen uns, wenn ich einen Gegner finde. Torben ist 47 zu 28, sehr, sehr gute Bilanz auf jeden Fall. Hoffentlich können wir ihn auch einen anderen W bescheren. Mal gucken, gegen wen wir ankommen. Okay, er hat Donovan Mitchell, Marcus Smart, sehr, sehr viele Diamond-Spieler auf jeden Fall. Donovan Mitchell soll sehr, sehr nice sein, 92 Dreier hat er. Könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Er ist 24-21. Weiß ich nicht, was ich darüber denken soll. Ist halt 50% fast, ne? Okay, versuchen wir Alley-Oop vielleicht. Vince Carter. Okay, versuchen wir nicht, aber wir machen den. Wieso springt er? Oh, Digga, er ist gesprungen, aber hat ihn trotzdem bekommen, Digga. Okay. Oh, was ist das denn für einer? Macht Stepback, macht Smart. Oh, ich glaube, er kann krank werfen. Wieso hat er aber so eine komische Bilanz dann? Wir werden es nie erfahren, Jungs. Gehen wir einfach durch? Ne, wir machen den zweiten Turnover. Also nicht den zweiten Turnover, aber der erste war ja geblockter Wurf. Ey, Mann, was macht der Typ hier? Das ist ein E-Sportler oder was, Bruder? Crazy, crazy, was er hier macht. Die ersten zwei Possessions. Oh, er ist direkt kalt, Mann. Er ist direkt kalt. Ich habe nur zwei Sachen mit ihm gemacht, Mann. Das ist echt der schlechteste Start, den ich bis jetzt mit einem Spieler hatte, ne? Oh, ich spiele aber auch. Der Gegner ist echt gut, Digga. Wir machen mal direkt Timeout, Bruder. Der Gegner ist echt gut. 7-0 direkt. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Vielleicht ist heute nicht der Tag, wo gutes Player-Review einfach sein kann. Mal gucken. Alles klar. Guck ich das an, Digga. Er kann einfach alles machen, Gar. Er kann einfach alles machen. Mann, was ist das? Ich bekomme den Stop und trotzdem holt er den Rebound und macht den. Und keine Ahnung, wie das ausgezeichnet war. Der war eigentlich gar nicht perfekt, aber alles klar. Erster Release. Oh, komm. Ja. Okay, wir haben die ersten drei Punkte auf dem Board. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Sonst wären wir so in ein Loch gefallen, ne? Okay, easy. Easy wird's, Carter. Let's go. 5 Punkte. Wir kommen auf jeden Fall ran jetzt. Gib mir den. Alles klar, Jungs. Machen wir Jeremy Sochin immer die Dreier. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Natürlich muss ich es nicht verstehen. Weil wir sind mit Vince Carter jetzt 5 Punkte noch Unterschied. Er hat irgendwie mit 10-0 geführt oder so. Jetzt braucht er seinen Timeout. Let's go. Ey, was macht der Typ in the paint da, dieser Vince, Mann? Digga. Und er kann perfect. Okay. Hä, das war aber voll guter Release eigentlich. Wollte schon sagen, perfect Release. Komm, mach ihn. Oh mein Gott, wieso wird der Typ so aufgeblockt? Oder keine Ahnung, was passiert denn mal in the paint bei ihm?
Oder vielleicht liegt es auch am Gegner, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Den Assist nehmen wir mit, let's go. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Assists auch mitnehmen mit Vince Carter. Weil so wie der Typ uns verteidigt. Meiner, ja, ja, genau. Hä? Ich drehe noch durch, Mann. Was war das denn, Bruder? War so im Aus eigentlich. Alles klar, mach Pick and Roll mit Giannis und Pau Gasol. Pau Gasol als Pick. Alles klar, Digga. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Der ist easy. 11 Punkte. Wir führen mit. Er führt mit 5. Okay, wir haben noch. Bei dem fahren wir noch 5 Sekunden. Wieso ist so langsam? Wieso ist so langsam? Bitte, Buzzerbeater, let's go! Wow, der war richtig schön. Der war richtig, richtig schön. Wow. Okay, den haben wir auf jeden Fall gebraucht. Er führt jetzt nur noch mit 2 Punkten. Anfang war richtig schlecht, aber am Ende sind wir noch gut hingekommen. Ey, guck mal, das andere Typ nimmt einfach irgendwelche Würfe und wird dann gecarried von Rudy Gobert, Mann. Ey, Rudy Gobert darf man nicht, Mann, bitte. Der Typ hat 2 Offensive Rebounds bekommen bei 2 schlechten Würfen, Mann. Und dann macht nochmal Flyover für Rudy Gobert, Mann. Ey, was ist das für ein Center, Bruder? Alles klar, danke aber Vince Carter. Oh, ich komme mit Vince Carter bis jetzt nicht klar irgendwie, ne? Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, das ist der Gegner, ich bin euch ehrlich. Ich glaube, das ist der Gegner. Ich glaube, dass der Gegner kommt. Over Rudy Gobert. Endlich. Endlich hat Rudy Gobert auch mal was zurückbekommen, Digga. Nicht nur mal verteilen, ne? Alles klar. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay. Ich sag nix. Ich wollte schon wieder durchdrehen. Da ist der Assist. Da ist der Assist von Vince. Okay. Nur noch 4 Punkte. Ey, Vince. Das ist ein schlechter Spieler, Mann. Er kann direkt stehlen. Oh. Mein Gott. Weiß ich nicht, Vince. Ich weiß nicht, ob es ein Spieler legt. Weiß ich, ob der Gegner gut ist. Keine Ahnung. Okay, der ist gut. Der war gut. Der Fake war gut auf jeden Fall. Er hat nur 16 Punkte, aber. Er 18. Er braucht auf jeden Fall alle Timeouts gleich. Ey, er wird immer direkt geblockt. Ich kann ja verstehen, dass wenn er die Layups nicht macht, aber er wird immer direkt geblockt da. Er wird immer direkt geblockt, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, ich dachte schon dreimal hat er geblockt, Bruder, ich hätte das direkt beendet, das Video, Mann, Junge. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, er ist einfach krass, ich bin euch ehrlich, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Vince Carter jetzt Baba schlecht ist irgendwie. Nimm ihn, geil. Wo ist er? Gegen Ja Morant, ich bitte dich, danke. Okay, er wird dann spielen. Ich wusste es. Ja, alles klar, ich kann nichts machen, Digga. Paolo Banchero, keine Ahnung, was der Typ da gemacht hat. Digga, wir haben den letzten Wurf hier. Letzten Wurf, nehmen wir aber... Was mal? Ey, er wird doch sogar beim Dank geblockt. Ey, nein, keine Ahnung, was ich sagen soll zu der Karte, bitte. Er wird sogar beim Dank geblockt, hä? Wieso wird er sogar beim Dank geblockt, Mann? Ich kann ja verstehen, okay, Layup, er macht Layups und dann wird er da geblockt und wird jetzt sogar beim Dunken geblockt, Bruder. Keine Ahnung, er fällt mit 4, wir werden auf jeden Fall jetzt alle Timeouts nehmen, damit er mehr Energie hat. Er hat jetzt 73 Energie, gucken, was sie damit machen können. Let's go, jetzt ist er wieder am Dunken, der Bruder, genauso wollen wir noch sehen. 24 Punkte, knappes Spiel auf jeden Fall, ne, wir haben ja echt einen guten Gegner, ehrlich. Oh, der könnte sogar drin sein, boah, er kann mit Donovan Mitchell gut umgehen. Das ist nicht gut, aber Vince Carter ist auch nicht gut. Vince Carter ist auch nicht gut, wenn er viel Energie hat. Also ich meine das positiv, Jungs. Oh mein Gott, gib mir den, ich hab ihn. Ja, Itachi Goat, das sind wir. Itachi Goat sind wir, let's go. Der ist drin. Oh mein Gott, was? Der war sogar frei. Ey, das verstehe ich wirklich nicht. Jungs, bitte erklärt mir das in den Kommentaren. Der war sogar frei, hä? Der ist nicht, let's go. Schöne Defense oder Depot. Hören Sie auf zu reachen. Der muss. Let's go. Okay. Spannendes Spiel. Echt ein spannendes Spiel, ne? Oh, wird safe. Ich wusste es, Mann. Pff, ihr seid so schlecht Defense irgendwie, ne? Wie seid ihr jetzt schon Gatorade-Zeichen wieder? Mann? Bruder. Ich mache alle Timeouts jetzt. Ich mache wirklich alle Timeouts. Er bekommt direkt wieder das Gatorade-Zeichen. Alles klar, Vince Carter, Bruder. Langsam will ich echt sagen, er ist schlecht, ne? Langsam will ich es echt sagen, irgendwie. Komm, Derrick Rose, machen wir mal mit dir.
Bruder, langsam will ich es echt irgendwie sagen, ne? Ich trau mich das nicht, weil das ist echt ein guter Gegner. Ich wusste es! Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? 2K, 2K, 2K. 2K, 2K, 2K. Was ist das denn? Er kann mit Donovan Mitchell gut. Er kann mit Donovan Mitchell gut. Rudy Gobert, ich hasse dich. Rudy Gobert, ich hasse dich. Rudy Gobert, ich hasse dich. Rudy Gobert. Oh mein Gott, was? Bruder, Bailout, Bailout. Rudy Gobert ist ein Bailout, Bruder. Ball don't lie nennt man sowas. Sowas nennt man Ball don't lie, Bruder. Let's go. Einer ist okay. Der ist nicht. Rudy Gobert, bitte nicht. Rudy Gobert, bitte nicht. Was? Ey, Jungs. Nein, nein, Rudy Gobert. Nein, nein, nein. Holt ihn euch. Das ist Rudy Gobert Gameplay. Das ist nicht mehr Dings Gameplay. Das ist Rudy Gobert. Kann ich den mit ihm? Oh, was ist das denn für ein Jumpshot? Das ist es halt, wenn du mit Spielern spielst, mit denen du noch nie gespielt hast. Ich kenne den Jumpshot nicht. Und bei 2K ist es unnormal wichtig. Nein. Hören Sie auf zu sprengen. Rudy! Rudy! Ich hasse dich! Ich hasse Rudy! Ich hasse Rudy! Nein, Kevin Love, wieso geht der dahin? Hä? Wieso geht Kevin Love dahin? Ey, guck ich das an, bitte. Ich bitte euch. Was passiert hier gerade? Der Typ hat immer so Phasen, wo er einfach alles bekommt. Ich will nicht meckern, ne, aber... Ich mach den, wie heißt der Typ? Khalil? Khabib? Der von Insta, der von TikTok, meine ich. Wie heißt der Typ nochmal, Mann? Was mit K? Ich hab's vergessen. Ihr wisst schon, wen ich mein. Ey, was machst du da mit Skater, Mann? Der Typ hat direkt den Ball verloren. Ich kann ja verstehen, okay, das ist doch nicht der beste Pass, aber trotzdem, Bruder. Halt doch mal eine Sekunde aus. Ey, nein, Vince Carter ist schlecht. Kein Bock mehr, Vince Carter ist schlecht. Das sind zwar nicht die besten Würfe, aber ehrlich. Vince Carter ist schlecht, Vince Carter ist schlecht, Vince Carter ist schlecht. Holt ihn euch nicht, Mann. Ich kann nicht mit ihnen umgehen, ich schwöre. Was ist das denn für eine Animation? Was ist das denn für eine Animation? Ich bitte euch. Geht das nicht? Oh mein Gott, da bekommt so viele Offensive Rebounds. Das ist nicht mehr normal, Bruder. Er kann passen. Habt ihr den Pass gesehen? Habt ihr den Pass gesehen? Er passt einfach. Ja, komm. Nee, nee, komm einfach. Nee, komm. Nee, komm, Bruder. Nee, komm. Nee, nee, nee. Mm-mm. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja, mach ihn. Mach ihn, Bruder. Du bist der Beste. Du bist der beste 2K-Spieler. Du bist E-Sportler, Bruder. Der beste 2K-Spieler. Ey! Nein, Digga. Nein, kein Bock drauf, Digga. Guck ich das doch an. Ehrlich, kein Bock, Bruder. Was ist das? Was ist das, Bruder? Ja, Digga, der Typ spielt wie NBA 2K22. Was ist das? Er kann machen, was er will, einfach. Ich habe NBA 2K23, er hat NBA 2K22. Wieso blockt er ihn nicht, hä? Mit Rudy Gobert, ich schwöre, du hättest ihn geblockt, Bruder. Oh, ich weiß schon, wo der hinpasst, aber meine Spieler sind so langsam. Wie kommt der an? Fullcore-Pass. Er macht Fullcore-Pass, der kommt die ganze Zeit an. Er macht Fullcore-Pass, die ganze Zeit, der kommt an, Digga. Wo bist du, Bruder? Der schlechteste. Wo ist der Typ, Mann? Wie lange braucht der Typ zum Gehen? Wie lange braucht der Typ zum Gehen, Mann? Wie lange braucht der um. Ey, bitte. Die Schnecke, Mann. Pau Gasol. Pau Gasol, sag ich schon, weil er sich anfühlt wie Pau Gasol, Bruder. Vince Carter, die Schnecke, Bruder. Das war's, GG, ne? Wir müssen mit anderen spielen, ehrlich. Weil Vince Carter, Bruder, alles gut. Alles gut, Vince Carter. Er hat nur 0,6. Er macht den. Mach ihn, Bruder. Mach ihn bitte. Hä? 2K, gibt doch eh alles. Gibt doch das auch. Er führt mit 17. Mal gucken, ob ich irgendwas schaffen kann, Bruder. Ich schwöre, wir nicht mehr mit Vince Carter. Oh. Alles klar, Vince Carter. Auf einmal, wenn das Spiel vorbei ist, ne? Ey, was machst du da, Paolo Banchero? Ich habe ihn gar nicht gesteuert. Der Typ reached. Wer hat gesagt, dass du reachen sollst, Mann? Wer hat das gesagt, bitte? Wer hat gesagt, dass der Typ reachen soll? Niemand. Oh, meiner? Ja! Okay. Okay. Ich sag noch nichts, ne? Ich sag noch nicht, das Spiel ist vorbei, auf jeden Fall. Ich sag's noch nicht. Vielleicht sagt Vince Carter das, weil er für die andere Mannschaft spielt, aber ich sag's noch nicht. Ich kann mit ihm, ich kann mit ihm, ich kann mit Kevin Love. Obwohl ich nicht mit ihm kann, das war eigentlich gelogen. Das war gelogen. Ey, Kevin, lauf mal, wie kann man so schlecht sein, Mann? Junge, hör mal auf mit diesem Fullcourt passen, Mann. Hör mal auf mit diesem Fullcourt passen. Spring. Dann spring nicht, dann mach ich ihn halt. Eigentlich war auch M1, ne, aber egal. Paolo? Kevin? Kevin, lauf, was machst du da, Mann? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Hör auf, du machst mich so wie Frust, Mann. Hör auf, Mann.
Bitte. Nein, nein, wieso bekomme ich nicht mal einen Offensive Rebound? Ey, okay. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das heute echt nicht mehr. Ich kann das nicht mehr heute. Ich kann das nicht mehr heute. Ich kann das nicht mehr heute. Was ist das heute für ein Spiel? Was ist das heute für ein Spiel, Bruder? Gib mir den doch. Danke. Bitte mach ihn. Okay, okay. Das ist noch... Oh, okay, 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 okay. 6 Punkte nur noch, hä? 6 Punkte nur noch. Oh mein Gott, wir haben den Ball. Hä, was passiert hier gerade? Bitte. Oh mein Gott, was geht hier gerade ab, Mann? Nur noch 4 Punkte, was geht hier gerade ab? Der Joker! Jimmy! Oh mein Gott, ich kann das gerade nicht fassen, ne? Ich kann das gerade nicht fassen, der ist sogar. Ich kann das gerade nicht fassen, was hier passiert. Nur noch 2 Punkte. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, den hätte ich so bekommen. Oh mein Gott, der ist nicht. Bitte hol den Rebound. Oh mein Gott, was passiert gerade? Ist nicht von mir. Okay, cool. Wow, wenn ich das Spiel gewinne, ne? Ich hab Vince Carter raus, weil Vince Carter ist nicht gut, wirklich. Oh mein Gott, er wusste es. Oh mein Gott, er wusste es. Oh mein Gott, er wusste es. Nein, 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 nein. Der ist nicht. Oh, ey, wieso gibt die ihn überhaupt einen Foul, Mann? Bruder, du bekommst so Bailout die ganze Zeit, Mann. Brudi. Das ist echt... Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Wie war die Wurfanzeige da bei ihm? Richtig komisch. Komm. Jump. Oh mein Gott, was? Was passiert hier? Das schlimmste Spiel 2K23, was ich bis jetzt gespielt habe. Ohne Witz, das schlimmste Spiel, was ich bis jetzt für YouTube aufgenommen habe. 2K23, ohne Witz. Ohne Witz. Mit Abstand, Bruder. Mit sehr großem Abstand. Komm. Komm, easy. Easy. Jetzt faulen. Oder Steal am besten. Am besten Steal. Ich kann die Dreier nicht. Ich kann die Dreier nicht. Er muss einfach hauen eigentlich. Oh, er kann die gut mit Marcus Smart. Und ich habe auch kein Timeout. Ich benutze die alle für diesen schlechten Vince Carter. Ich habe die alle für diesen schlechten Vince Carter benutzt, den ich nicht mal hier drin habe jetzt. Oh mein Gott. Hä, der ist? Hä, der ist? Nimm ihn, nimm ihn. Ich habe doch gestealt. Ich habe doch gestealt. Ich habe so... Wisst ihr, was der Steal-Button ist? Ich weiß es, ich weiß es. Ich spiele 2K seit 2K13. Ich spiele 2K seit 2K13. Okay, wir haben noch eine Chance auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben noch eine Chance. Ich vertraue Marcus Smart. Mit ihm habe ich geworfen. Oh mein Gott, der ist gut. Hä? Was wird zu spät, Buddy? Was wird zu spät? Schaut es euch nochmal an. Was wird zu spät? Zeig mir das nochmal, Bruder. Hä? Der war doch full. Was wird zu spät? Hä? War der nicht full? Der war doch full bar. Full bar. Weißt du, was eine Bar ist? Ey, ich schwöre, der war doch full bar. Was wird zu spät? Oder bin ich gerade dumm? Nein, der war doch full bar. Ich hab's doch gesehen. Ich weiß doch, was zu spät ist. Dann geht er wieder runter. Der war ganz oben. Der ist ganz oben geblieben. Ist egal, Bruder. Ich hätte eh Overtime gegen den verloren, weil der Typ ist... Was soll ich euch sagen, Bruder? Es war echt ein sehr, sehr komisches Spiel auf jeden Fall. War echt ein sehr, sehr komisches Spiel. Vince Carter, Bruder, ich will gar nicht über dich reden, ich bin dir ehrlich, ne? 32 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 5 Turnover, 13 von 30, 2 von 2 Dreier. Kevin Love 4 von 6. Wir haben auch mit anderen gespielt auf jeden Fall, als ich gemerkt habe, der Typ ist nicht so gut. Weil der Gegner ist besser, glaube ich. Ich glaube, es lag ehrlich am Gegner, ne? Also, Vince Carter. Boah, was soll ich über ihn sagen? Korbleger aus der Erwägung. Merkt man auf jeden Fall, dass es nicht im hohen 90er Bereich ist. Er ist schon ein paar verhauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich will auch nicht sagen, dass er zu schlecht ist, weil der Gegner war gut. 88 Dreier, er hat beide gemacht. Er hat 2 von 2 gemacht, kann ich nicht darüber sagen. Duck aus der Erwägung. Er hat viele Animationen bekommen, aber wurde auch oft geblockt. Aber man muss auch sagen, er hat Rudy Gobert in the paint, ne? Er hat Rudy Gobert in the paint, muss man auch sagen. Oh, ich weiß nicht, was ich über ihn sagen soll, ne? Weil er ist ehrlich schwierig zu bewerten, weil wir hatten nur ein Spiel und das war gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Aber ich kann ihn nur über diese Leistung halt bewerten. Und bei der Leistung war er echt nicht der Beste. Ich würde ihm eine 7,5 geben.
wie gesagt, nur ein Spiel. Wir müssen immer nur über ein Spiel gucken, ne? Und für mich war er da eine 7,5. Vielleicht ist er ja viel, viel besser, wenn man gegen einen, weiß ich nicht, gegen einen normalen Gegner kommt, auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird euch trotzdem gefallen. Wenn ja, like dieses Video gerne. Abonniert den YouTube-Kanal kostenlos für jeden Tag NBA 2K23 Content. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein.